und ein Warnschild, auf dem gestanden ist: Achtung, in diesem Raum befindet sich ein Kunstwerk von kontroversiellem Charakter. Bitte treten Sie nicht ein, wenn Sie befürchten, in Ihrem moralischen und religiösen Empfinden verletzt werden zu können. Kein Zutritt unter 18 Jahren. Und die Frau, keine Meldung. Einfach durch den Vorhang durch eine, ob ich vielleicht in meinen religiösen und moralischen Empfinden. Komisch, ne? Jedenfalls, ich gehe nach der Ecke rein. Auf einmal sagt es: Das hier ist Ihr Platz. Bitte, Herr Winkler, passen Sie gut auf, wir rechnen mit massiven Problemen. Wo schon fliegen muss. Ich traue mich um. War am anderen Ort, an der Ende, in dem Raum, 7-8 Meter entfernt, an der Wand, ein riesiges Jesusbild. 2,5 Meter hoch, 1,50, 1,80 breit. Jesusbild, was man kennt, aus der Kirche. Ja, also, die Szene war schon kreuzend, ne? Und das Bild war so eine Art Großbild, so eine Nahaufnahme, ne? Also, Kopf, Schultern und ein bisschen was vom Hals, vom Kreuz, ne? Aber was das Bild gehabt hat, im Gegensatz zu den anderen, was man so kennt, aus der Kirche, war, dass man das sehen hat können, wie verdammt arschweh das Standardmessen auf ein Kreuz aufgenommen zu werden. Normalerweise muss man so kennen, schon aus wie ein Böseltatsch. Aber bei dem Bild, da war das Gesicht so, ich kann es nicht so, so schmerzverzerrt. Und man hat sich gedacht: Leck Arsch, mit dem Haar möchte ich nicht Platz tauschen, nicht um das Glück in der Welt, wirklich. Und deswegen haben wir gedacht: Bist du dead? Ein verdammt gutes Bild, wirklich. Jedenfalls, vor dem Bild ist ein Sessel gestanden und weil ich mit war vom Atommaschinenmuseum, denke ich, guck's hier ein bisschen auskosten. Und wie zugeht's am Bild, sehe ich, dass das aus lauter einzelnen Quadrate war. 100.000, was heißt 100? Hunderttausende einzelne Quadrate. Und wie er noch näher zukommt, siehe, dass das alles lauter Bilder waren, mit Punkten rum. Das kennt man eh, wenn man auf die Straßenbahn wartet und alles fährt, man fährt so um und blickt mit der Nase auf einen gewissen Plakat, sieht man sich die ganzen Punkte enger zusammen und weiß auch noch. Nur, dass bei deinem Bild die Punkte, also Brustwarzen waren, aber halt von der weiblichen Brust, ne? Ja, also halt, ne, so Nippel, ne? Ja, und so, das würde er heißen. Nippel-Jesus oder Nippel-Jesus, wie wir noch gesagt haben.